Abend in Gretzon. Das Darkstar-Team bricht zu einer Reise durch die geheiligten Böden des Planeten Schar auf. Ratchet wird einige der tödlichsten Herausforderungen von Gretzon meistern müssen, um allein den Eintritt in den Haupttempel zu erlangen. Aber selbst wenn er bis dorthin überlebt, in dieser Saison ist noch kein Kandidat lebendig aus dem Tempel herausgekommen. Mit einem Sieg am Tage bleibt das Darkstar-Team im Rennen um den Meisterschaftstitel und den Kampf gegen Ace Popeye. Die Action beginnt, der Wind pfeift und der Schnee fällt. Perfektes Saunawetter. Undurchdringbare Kraftfelder teilen den Tempel in drei Abschnitte. Das Darkstar-Team muss die Kraftfelder von ihrer Energiequelle abschneiden.
Die nächsten Knotenpunkte wurden hinter diesen kostbaren Steinverzierungen versteckt. Hier bei Dreadzone kümmern wir uns um die Bewahrung kultureller Schätze. Spätere Generationen werden auf Aufnahmen von Dreadzone sehen, wie diese Kostbarkeiten in die Luft gejagt werden. Kandidat kämpft sich ganz pragmatisch durch und mit pragmatisch meine ich, dass ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Das heißt, dass wir unbesiegbar sind. Lauf, Ratchet, lauf!
Thank you.
jetzt freuen wir uns auf maximale Fahrzeugrandale, faule Gerade und jag alles in die Luft, was dir in die Bahn gerät. Die Herausforderung ist ein schieres Chaos. Chaos-Sterne. Mal sehen, wie viele Feinde Ratchet zerstören kann, bevor die Zeit abläuft. Nun heißt es töten oder getötet werden, denn wir kommen zur Annihilator-Runde. Ratchet muss Angriff um Angriff tödlicher Feinde überstehen. Jedes Kind weiß, dass einem der richtige Schlafanzug Superkräfte verleiht. Ich bin Gammatron. Meine Augen feuern Laserstrahlen ab. Ich bin Reaktor. Ich kann Metall essen. Ich bin Killerfalke. Ich kann fliegen.
Das ist meine Lieblingsstelle. Sir, wir haben die neuesten Verkaufszahlen. Und, wie sieht's aus? Niemand kauft die neuen Ace Hardlines Produkte. Die Verkäufe nehmen überall ab, außer bei pelzigen Lombax-Ohren. Die verkaufen wir? Ja, Sir. Die gehören zum Kleinkinder-Kampfset. Da hat offensichtlich jemand ganz großen Mist gebaut. Geh zur B-Ebene und lass dich verschrotten. Ja, Sir. Halt! Sir? Ordne auf dem Weg noch das Labor an, einen Zielgruppentest zu starten. Ich will wissen, warum das Zeug sich nicht verkauft. Ich kümmere mich darum, Sir. Wir befinden uns auf dem wunderbaren blargianischen Heimatplaneten Orxon und überblicken eine riesige Raritanium-Bergbauanlage. Jede Woche navigieren sich Herausforderer durch die Anlage mit nur einem Ziel im Sinn, sie zu zerstören. Sir, darf ich ganz offen sprechen? Die Sache hier stinkt zum Himmel. Ratchet, du musst zwischen zwei Pfaden wählen. Aber sie sind beide gleich gefährlich. Oh, sie sind nach rechts gegangen. Das würden sie noch bereuen. Ist absolviert und ich hätte mal wieder Lust auf ein Gemetzel. Bleiben Sie dran, Sie haben nur noch ein Kraftfeld vor sich. Sicherheitskugeln aktiviert, Sir. In der zweiten Etappe muss unser Kandidat die zweite Ebene erreichen und 6 Hauptknotenpunkte einnehmen.
Darkstar-Team hat den ersten Knotenpunkt eingenommen und dabei haben sie ganz schön ausgeteilt, oder doch nicht? Ha, zum Tod lachen! Wenn es doch nur so wäre. Pulmita, du musst dich nicht so persönlich angreifen. Wir sind schließlich beide Profis. Lauf, Ratchet, lauf! Das war der zweite Knotenpunkt. War nicht übel. Wer hätte gedacht, dass der giftige Treibstoff aus der Fabrik leckt und für unzählige Leute zur Gefahr wird? Dreadzone-Fans atmen giftige Dämpfe ein. Hoffentlich ist kein Allergiker dabei. Das Darkstar-Team muss sich beeilen, denn der giftige Treibstoff sorgt auf der anderen Seite der Fabrik für schlechte Luft. Ratchet, du musst in die Fabrik und die Kraftfelder ausschalten, um zur anderen Seite zu gelangen. Showtime! Ich verstecke diese Kugeln, während Sie sie aufhalten, Sir. Okay, okay, genug mit dem Kinderkram. Es wird Zeit für ein paar echte Feinde.
Diese Zeppeline mit Dreadzone-Zuschauern sind am Boden verankert und der giftige Rauch steigt auf. Wie lange können die Fans ihre Luft anhalten? Darkstar-Team, tut doch etwas! Diese Anker sind auf reinem Raritanium. Wir brauchen die Feuerkraft des Landhirsches, um sie zu zerstören. Kreuzritterturnier qualifiziert. Wir kommen jetzt zum blargianischen Dosenschießen. Dabei geht es um Reaktionsschnelle und Zielgenauigkeit. We'll be right back.
Widerstand an. Jetzt erwartet sie eine neue Variante. Unser Kandidat darf nur die Waffen benutzen, die er auf dem Schlachtfeld findet. Viel Glück! Er schlägt da draußen ganz schön um sich. In der unsere Träume alles sind und uns die Leidenschaft fest im Griff hat. Aber Baby, ich gebe mich... Nenn mich nicht Baby. Griff ein psychopathischer Killer nach den Sternen. Über die Feiertage präsentiert Pox die romantische und wahre Geschichte der Karriere eines Exterminators. Vom einfachen Leben eines Mathelehrers. Aber Baby, ich gebe den Kids das Geschenk der Bildung. Du Verlierer, geh mir aus den Augen. Zum unvergleichlichen Ruhm eines mordenden Spitzensportlers. Wir sind reich. Ich liebe dich, Reaktor. Ich war immer für dich da. Lebt den Traum. Seht die Legende von Reaktor. Ich weiß, dass du gerade mit... Kämpfen und springen und dich... Verletzten beschäftigt bist, aber ich habe ein neues Bot-Upgrade für dich.